Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen wüstenhaften Folge Mad Max auf der PlayStation 5. Wir machen jetzt hier weiter und fahren in den Pfad der toten Leere. Und der ist auch schon direkt dort vorne. Und wir sind auf jeden Fall vorbereitet jetzt für die Reise. In der letzten Folge haben wir ja alles noch geholt, um unsere Harpune zu verbessern. Und jetzt geht es auf jeden Fall in ein neues Spielgebiet. Da freue ich mich schon richtig jetzt drauf. Wir sind auf jeden Fall bereit. Und Moment mal, was sehe ich denn da hinten? Da ist noch ein Turm anscheinend irgendwo zum Einreisen. Ja, ich würde sagen, den reisen wir direkt mal nochmal ein. Wenn der schon hier so rumsteht. So, guten Tag, mein kleiner Turm. Zack. Und weg damit. Perfekt. Sehr gut. So muss das. So nicht anders. Den Bereich hier, wo wir aktuell sind, den haben wir bald komplett bis ganz nach unten gebracht, was die Bedrohung hier so betrifft. Und da vorne sehe ich auch schon ein Tor. Okay, ich bin bereit. So, Harpune einmal ran. So, komm. Na, los. Jawohl. Perfekt, wir kommen jetzt hindurch. There it is. The jaw and its blood-soaked fangs. Every time I see it, my gut ropes shrivel with fear. Okay, das ist der Kiefer. Dieser große Ort, von dem wir immer wieder gehört haben, den wir uns ja auch schon mal von oben aus angesehen hatten. Mit dem einen Turm aus. Wo, Hilfe? Oh, weg damit. So. Zack. Läuft doch schon mal ganz gut an sich. Immer schön wegrammeln die hier. Ja, so ist es gut. Komm schon, geh weg von mir. Perfekt. Geht einmal hier rüber. Oh, die Gesundheit von unserem Wagen. Er braucht bald eine Reparatur. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, kurz aussteigen. Gut. Weiter geht's. Jawohl. So, der eine Wagen ist weg. Aua, da hat ein Scharfschütze mich angeschossen. Gut, wir gehen mal hier hinter. Dann haben wir ein bisschen mehr Schutz kurz. Ja, da können wir hier direkt auch noch den einen Wagen zerstören. Komm her. Zack. Perfekt. Ja, lauf weiter. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, Max. Das ist gut. Okay, und jetzt ab zum Wagen zurück. Los geht's. Schnell, geh da rein. Perfekt. Und jetzt die Scharfschützen hier ausschalten. Zack, der eine ist weg. Kurz ein paar Runden drehen. Jetzt dort oben um den anderen noch kümmern. Ah, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Moment. Wir müssen nochmal das explosive Ding hier nehmen. Nimm das. Jawohl. So, der ist auch hinüber. Und jetzt noch der Wagen dort. Perfekt. Und die anderen, da fahren wir jetzt drüber. So, kommt einmal alle zusammen her. Zack. Okay, und jetzt ist das Tor dran. So.
Einmal schön öffnen das Ganze jetzt hier. Perfekt. Die Riegel sind schon mal ab davon. Und jetzt ziehen. Ziehen! Komm! Jawohl! Jawohl! Wir haben das Tor durchbrochen. We're gonna find this woman called Pink Eye. Look to your map, Saint. If things are as bad as in the Great White, she'll be under terrible pressure from Gastown war parties. Then we'll do the same for her as we have for the others. Alles klar, dann fahren wir jetzt mal direkt zu unserem nächsten Ziel hin. Ja, und in dem Gebiet müssen wir auf jeden Fall die Bedrohung ganz schön verringern. Hier ist die Stufe noch sehr hoch. Aber ich würde sagen, erstmal gehen wir jetzt eh dort nach oben. Damit wir dann dort jetzt erstmal hier die Karte aufhüllen können. Das würde ich sagen, ist erstmal der Plan. So. Die Dinger dort davon erstmal abmachen. Ja, jetzt gleich schön mal nach oben schauen, was hier alles so in der Umgebung ist. Moment. So. Zack. Und noch eins haben wir davon. So. Jawohl. Jetzt haben wir alle Dinger davon. Und jetzt geht's dort nach oben. Er kann ja derweil mal unser Fahrzeug reparieren. Aber das hat weh. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Unsere Gesundheit. Unsere Gesundheit. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Ja, lieber mal warten, bis die hierher kommt zu uns. Wir feuern die dann jetzt, denke ich, eher erstmal ab, oder? Ja, komm. Heil dich schön nach oben, Max. Perfekt, gut. So passt das auch. Aber den feuere ich lieber trotzdem noch weg. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Gut, jetzt schauen wir uns mal hier auch noch ein klein wenig um. Okay, hier soll es nur einmal Schrott geben in dem Ort. So, mal sehen, wo das Schrottteil rumliegt. Hm, hier drin nicht. Vielleicht hier hinten. Ja, hier bestimmt drin. So, komm zu Daddy. Perfekt. So, und jetzt müssen wir nur noch dort nach oben kommen. Ist ja eine Leiter. Müsste eigentlich hier sein, in dem Bereich, wo ich jetzt bin, weil hier oben ist ja dieser Übergang. Ja, okay, hier. Perfekt. Ist sonst noch irgendwas hier? Ja, hier ist was zu essen. Gut, das haben wir uns direkt rein. Hm, lecker. Heilt auch ganz gut. Jetzt ist unsere Gesundheit wenigstens fast wieder komplett voll. Und jetzt einmal hier rein. So, mal sehen, was wir jetzt alles von hier oben aus schon direkt gleich erkennen werden. Okay, unser Hauptziel ist dort hinten bei diesem Turm offenbar auf jeden Fall. So sieht es zumindest aus. Fortified. Ja, Pink Eyes Festung. Das dort hinten ist unser Hauptziel. Zack, schön alles hier markieren. Ich habe gerade gesehen, bei dem einen Öllager dort hinten, ja, da ist die Schwierigkeitsstufe recht hoch. Also hier in dem ganzen Gebiet wird es jetzt auf jeden Fall auch schwieriger, das ganze Spiel hier. So viel ist auch sicher. Gut, es reicht dann, denke ich mal, so hier mit dem Schauen. Und jetzt gehen wir dann jetzt auf die Reise, würde ich sagen.
So, wir haben einiges markiert jetzt hier auf unserer Map. Und ab nach unten. Und dann gehen wir jetzt direkt zu unserer Hauptmission noch hin, denke ich. Andererseits, ich hätte auch Lust, gerade so eine Basis einzunehmen. Aber vielleicht sollten wir erstmal hier mit der Hauptperson, mit dieser Festung und so, da der Person sprechen. Have you no remembrance of where the steering wheel is located? It cannot be alien to one sent by the angel. Surely you test my faith. Weil wenn wir jetzt nämlich hier drauf gehen würden in diesem Gebiet, würden ja wir wieder in der alten Festung spawnen, wo wir jetzt gerade hergekommen sind. Da müssten wir die ganze Strecke hier nochmal neu entlang fahren, weil diese Festungen sind ja Speicherpunkte. So, und wir fahren erstmal ganz kurz hier hin und reißen hier kurz Türme ein. So, komm her, da oben. Zack. When a stank comes camps, you can tell from the splishy splashy colors. Okay, da drüben ist noch einer. Almost there. What are Pinkeye's defenses? Just a big, thick wall tower. Hard to breach. I'm gonna scout it out before we get any closer. Sound idea. Sound idea. Keep our distance. Work up a plan. Sehr gut, zwei Türme haben wir hier schon ausgeschaltet. Und dort hinten könnten wir unseren Max erstmal verbessern, sehe ich auch gerade. Aber wir haben bestimmt noch nicht so viele Verbesserungspunkte, von daher ist halt die Frage, lohnt es sich? Ab zur Festung erstmal. Hello? Smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die. We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But. These defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes, yes, Saint. Brimstone, they're reducing the Pink Eye Sanctum to rubble. They swarm like flies. There's only one way inside. Through them. Alles klar, dann kümmern wir uns jetzt um die ganzen Truppen hier. So, kommt ran. Zack. Der ist weg. Nächster bitte. Na los, kommt her. Zack. Haha, sehr gut. Und jetzt gleich der eine hier nur noch. Komm. Zack. Perfekt. Und jetzt einpacken hier. Zerstöre die Katapulte. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Aua. Hallo, Max, warum feuerst du auf die Autos? Schlimm. Okay. Muss ich nicht hinterfragen, warum er automatisch auf die Autos feuert, die schon kaputt sind. So. Zack, einmal alles einpacken. Sonst ist nämlich eigentlich dieser eine Schuss immer voll präzise. Dieser automatische, wo ich nicht selber zielen muss. Aber das gerade, Hilfe. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Wie er da jetzt geschossen hat. So, und jetzt sind die Katapulte dran. Und alle her. Eins ist zerstört.
zweite ist auch so gut wie zerstört. Ah nein, Moment, noch nicht. Moment, Moment, Moment. Zack, jetzt ist es zerstört. Hier das gleiche nochmal. So. Und jetzt dorthinter. Jawohl. Geschafft. The rest are inside. Let's hope Pink Eye can hold her own until we find a way in. I see a way, but it's high up. Maybe there's a way up through the ruins. Alles klar, mehr erwarten uns gleich dort drin. Für die bin ich natürlich auch bereit. Nur etwas mehr Gesundheit wäre nochmal nicht verkehrt. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Aber nun gut. So, hier einmal den Wagen abstellen. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wir nehmen, denke ich mal, auch gleich noch die Nahkampfwaffe hier mit. So, das kommt mit der Schrott, auch wenn es nicht viel ist. Wir brauchen den zu verbessern. Dann ist da auch nochmal Schrott, an den komme ich nicht ran, weil die Trümmer da drauf liegen. Gut. Und wo ist die Nahkampfwaffe jetzt hin? Ach, hier. Hier ist die gute. Komm mit. Ja, und da hinten haben wir auch schon direkt einen, der die abbekommen möchte. Ja, und er hat auch selber eine. Aber meine ist besser. Hier, nimm das. Perfekt. So, halt. Das möchte ich noch mitnehmen. Perfekt. Und nach unten. Oh, wer weiß, wie viele die hier wohl noch drin sind. Ja, wir halten halt auch nicht mehr so viel aus. Das ist so das Ding, was mir nicht gefällt. Wir halten halt wirklich nicht so viel aus. Das ist ein ernstes Problem. Wäre gut, wenn jetzt hier unten irgendwie eine kleine Dose wäre mit was zu essen oder so. Das würde mir jetzt wirklich sehr weiterhelfen hier. Oh, was war das da? Okay, na, das kann nichts gewesen sein. Ich dachte gerade, ich habe hier hinten einen gehört. Aber dann hätten wir ihn ja jetzt hier gesehen. Ja, aber hier sind dafür welche. Okay. Dann habe ich die vielleicht gerade gehört. Kann schon gut sein. So, nimm das. Aua. Immer drauf. Zack. Jetzt bist du dran. Jawohl. Wutmodus ist aktiviert. Runter mit dir. So. Was haben wir denn jetzt hier so in dem Raum? Jawohl, wieder eine Nahkampfwaffe, die wir gleich mitnehmen können. Schrott auch nochmal. Und ich muss schon mal so sagen, ich hoffe, dass in diesem Gebäude nicht irgendwie ein Bosskampf oder so uns erwartet. Irgendwie vielleicht so eine Art Anführer von denen, der hier halt diesen Angriff anführt. Das wäre absolut jetzt nicht so schön. Ja, hier muss doch irgendwo mal Heilung sein. Ja, und die armen Leute hier. Wurden alle eiskalt erledigt. Aber auch irgendwie alle hier. Ja, und wir haben, wie es aussieht, zwei Wege. Hier hinten geht's lang und dort auch nochmal. Wir nehmen erstmal die Leiter, denke ich. Und gucken mal dort hoch. Hier ist ein Generator. Und da drüben ist ein Feind. Moment. Nein! Max! Das war so nicht geplant. Das war so absolut nicht geplant. Ich wollte eigentlich werfen. Ich habe L2 bei meinem Controller gedrückt, was eigentlich immer anvisieren ist in den meisten Spielen, aber stimmt ja.
In dem Spiel ist das nicht mit dem Anvisieren. Das war einfach jetzt mein Problem hier. Ah, na super, jetzt habe ich eine blöde Position hier. Ich hatte halt auch noch den Vorteil mit diesen Explosionsstangen dort oben und so weiter. Ah, na super. Wie machen wir es nun? Weil dort oben ist ja nicht nur der eine. Da bin ich mir sicher. Weil ich habe gerade auf jeden Fall auch noch andere Stimmen dort gehört. Nun gut. So. Nimm das in die Hand. Machen wir es so. So, nimm das. Ja, gut, komm. Weiter, 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 weiter. Zack, rein damit. So ist es gut. Wieder so ein Ding hier nehmen. Wieder rein damit. Und weg mit dem. So, nochmal eins nehmen. Aua. Ah, voll mein Gesicht. Fang. Ja, der wollte nicht fangen. Der hat keine Lust gehabt zu fangen hier. Gut, dann bringe ich es halt zu ihm, genau. Zack. Perfekt. Was haben wir denn hier? Oh, hier würde ich mich gerne mal hinsetzen. Schön bequem dort machen. Ein bisschen schauen, was die Gegner und die Welt dort unten so macht. Hier geht es weiter nach oben. Und was haben wir hier noch? Schrott haben wir hier noch, okay. Aber nichts, was ich essen kann, Alter. Ach, ich würde doch nur gerne mal was essen wollen. Ist das zu viel verlangt? Ich bin einfach nur ein hungriger Mann, der gerne etwas hätte. Und wenn es Würmer sind, ja, würde ich mich auch schon zufrieden damit geben. Hauptsache was Kleines zu essen. Oder eine Apfel, eine Banane oder so. Aber irgendwie gar nichts. Ah, jawohl, Wasser. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit können wir uns auch heilen. So, Flasche füllen. Jawohl. Hier haben wir erstmal ein bisschen was an Vorrat. Da haben wir uns direkt jetzt auch nochmal was von rein. Und danach füllen wir auch direkt nochmal weiter auf. So, zack. Perfekt. Gesundheit ist fast wieder komplett voll. Und unsere Flasche hat jetzt auch noch ein bisschen was an Vorrat. So gefällt mir das doch am besten. So, jetzt die Stange wieder aufheben. Denn die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Die ist nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht, um Gegner auszuschalten. Ich meine, ja, ich kann das Ding jetzt nur einmal benutzen. Ja. Aber dafür haut es auch gut rein. Wheels, wheels, wheels! Lay down your arms! Let's you and me parley instead! No more sticky tricks, Stankum. Today, we finish it! Called my bluff, wheels! It finishes today. The total eradication of all. You, everything here. Master order this? Scrotus word? Are you playing solo? Oh, it's sanctioned. Tell me about it. On high. Take him out! Okay, dann kommt mal alle miteinander her. Thank you.
You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. Ich frage mich wohl, die wohl jetzt die Frau hinschaffen. Bestimmt zu einer Basis oder so. Listen, Saint. There's fresh talk of the big chief in Gastown. Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say, to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. We live to fight again. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal dort nach oben, ja, zu dieser Pink Eye und sprechen mal noch mit ihr. Und wir müssen also an einem Rennen teilnehmen, okay. Boah, da bin ich gespannt drauf. Und lass mich raten, wir müssen das Rennen gewinnen. The time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gastown. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As reward, treasure from the days of old, still buried beneath the dunes and ruins. You'll see my signal when it's safe. Gut, damit haben wir jetzt hier nochmal eine kleine Nebenmission angenommen. Und unser Hauptziel, unser nächstes, ist hier oben in Gastown. Halt, Moment, was sehe ich denn da? Dort hat man dann auch nochmal sowas, dass man Zeug bauen kann. Sehe ich gerade hier. Ja, hier gibt es nochmal eine extra Festung dann auch. Sehe ich jetzt gerade hier. Interessant, okay. Ja, und hier gibt es einiges, wo man hier erstmal am besten noch die Orte entdecken sollte mit so einem Ballon. Gut, aber ich würde dann sagen, wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Da gehen wir dann nach Gastown und werden dann wohl auch an diesem Rennen in der nächsten Folge teilnehmen. Schaltet da auf jeden Fall gerne wieder ein und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!